Hallo zusammen. Obwohl alle Menschen unterschiedlich aussehen, hält sich die Natur im Großen und Ganzen an ein Muster. Zwei Arme, zwei Beine, ein Kopf. Manchmal tritt aber ein Fehler im Programm auf. Und es werden erstaunliche Menschen geboren, über die wir heute sprechen werden. Allerdings hatten nicht alle von ihnen diese Merkmale von Geburt an. Aber alles der Reihe nach. Lasst uns loslegen. Gesicht auf dem Hinterkopf. Ein junger Mann mit einer anmutigen Figur und Erbe eines englischen Adelsgeschlechts. Was für ein traumhaftes Schicksal erwartete ihn. Doch Edward Mordricks Leben war leider ein Albtraum, den er im Alter von 23 Jahren beenden wollte. Der Legende nach wurde Edward mit einer seltenen Anomalie geboren. Der arme Kerl hatte zwei Gesichter, eines mit beeindruckend schönen Gesichtszügen und das zweite, das auf seinem Hinterkopf wuchs, war gruselig, böse und vergiftete das Leben des unglücklichen Mannes. Die Legende besagt, dass Mordrick die Ärzte gebeten hat, das Gesicht des Teufels zu entfernen, aber keiner der Ärzte wagte es. Was tat aber dieser Teufel, wenn man bedenkt, dass er weder essen noch reden konnte? Er konnte lachen, aber nur dann, wenn Edward verärgert war oder weinte. Und umgekehrt, wenn Mordrick gute Laune hatte, begann das Gesicht auf seinem Hinterkopf zu weinen. Doch das ist noch nicht alles. Der Kopf flüsterte ihm rund um die Uhr die gruseligsten Dinge zu, die man sich nur vorstellen kann. The girl had her first child, a beautiful baby girl. But the shadow, she came back to a little monster. The girl had a second child, a boy this time. He was born to love fire. The shadow hated the girl. She was being tested by God. Das machte Edward verrückt. Es gibt zwar keine Belege über die Existenz des Mannes, doch es gibt 10 registrierte Fälle, die bestätigen, dass Zwillinge auf diese Weise verschmolzen sind. Daher könnte die Legende wahr sein. Dreibeiniger Francesco. Das Leben dieses Mannes verlief völlig anders, vor allem dank seines hervorragenden Sinns für Humor und seines Charakters. Seine Eltern wollten das Kind nicht aufziehen, das als siamesischer Zwilling mit nur einem teilweise entwickelten parasitischen Bruder geboren, 3 verschieden lange Beine und einem rudimentären 4. Fuß hatte. Im Waisenhaus für behinderte Kinder erkannte Francesco Lentini jedoch, dass ein zusätzliches Glied kein Nachteil, sondern ein Vorteil war. Er lernte nicht nur Fußball spielen und skaten, sondern machte auch noch eine hervorragende Karriere im Zirkus und wurde ein glücklicher Familienvater. Lentinis Auftritte waren unglaublich erfolgreich. Sein Bravourstück war es, mit seinen zusätzlichen Beinen einen Fußball über die Bühne zu schießen. Und sein Charme verhalf ihm, das Herz eines jungen Mädchens zu erobern, mit dem er 4 gesunde Kinder hatte. Was soll man sagen? Bravo, Francesco! Überschüssige Haut. Das Phänomen von parasitischen Zwillingen, also wenn ein Kind mit zusätzlichen Organen oder Körperteilen geboren wird, wurde mehr oder weniger detailliert untersucht. Doch der Fall des Tom Tennant ist für Wissenschaftler zu einem echten Rätsel geworden. Das in Australien geborene Baby schockierte die Eltern nicht mit einer dritten Hand oder einem zweiten Gesicht. Nein, das Baby wurde mit überschüssiger Haut geboren. Stellt euch vor, das Baby hatte nach der Geburt so viel Haut wie ein 5-jähriges Kind. Tom war von Kopf bis Fuß mit Falten bedeckt. Die Ärzte hatten noch nie zuvor so etwas gesehen. Der Beispiel Fall interessierte die Forscher der Universität von Melbourne und sie beschlossen, die Ursache des ungewöhnlichen Zustands herauszufinden. Versuchen wir nun, wie Wissenschaftler zu denken. Bei welchem Tier können wir solche Hautveränderungen beobachten? Beim Sha-Pai. Die Faltenbildung dieser Hunderasse wird durch den hohen Gehalt an Hyaluronsäure in der Haut verursacht. Der Junge wurde untersucht und die Annahmen der Forscher wurden bestätigt. Sein Hyaluronsäuregehalt war um das 100-fache höher als normal. Oh mein Gott! Die Ärzte beeilten sich, die Eltern des Babys zu beruhigen. Mit zunehmendem Alter werde der Inhalt der Substanz sinken und Tommys Haut werde glatter. Die Vermutung war richtig. Schaut nur, wie sich der Junge verändert hat. Seine Eltern haben ihn immer geliebt und sein Aussehen hat damit absolut nichts zu tun. 12 Finger, 12 Zehen. Im Gegensatz zu anderen seltenen Erkrankungen kommt die Polydaktylie ziemlich häufig vor. So bezeichnet man das Auftreten überzähliger Finger oder Zehen. Ärzte achten kaum darauf, doch der junge Kamani Hubbard konnte die Mitarbeiter des kalifornischen Krankenhauses überraschen.
Das Baby wurde mit 12 Fingern und 12 Zehen geboren. Noch überraschender ist, dass sie alle entwickelt waren und normal funktionieren. Meistens ist der zusätzliche Finger nur ein kleines Stück Weichgewebe. Die Finger des Jungen unterscheiden sich überhaupt nicht von den anderen. Die Kinder bemerkten nicht einmal sofort, dass ihr Kind etwas Besonderes hatte. Jetzt haben sie die Qual der Wahl, ihn operieren lassen oder alles so lassen, wie es ist. Findet ihr auch, dass die erste Option nicht so toll klingt? Schließlich ist es offensichtlich, dass das seltene Phänomen eine Art Zeichen ist. Wir werden sicherlich mehr über sein unglaubliches Schicksal erfahren. Vielleicht wird er einmal ein großartiger Pianist. Arm auf dem Rücken. Schaut euch dieses fröhliche Kind aus einem kleinen nepalesischen Dorf an. Es sieht auf den ersten Blick wie andere Kinder aus. Doch sobald die Eltern Gaurab Garum aber ausziehen, kommt ein dritter Arm auf dem Rücken zum Vorschein. Ja, die Natur kann vieles, auch wenn dies unmöglich erscheint. Der Grund dafür liegt in einer abnormalen Entwicklung von Zwillingen. Gaurab erhielt durch die Fusion von Embryonen ein zusätzliches Glied. Und es ist durchaus möglich, damit glücklich zu leben. Wie heute bereits gesehen, das kleine Kind misst seiner Anomalie überhaupt keine Bedeutung bei. Und die Nachbarn der Familie glauben, dass der dritte Arm von einer göttlichen Herkunft des Kindes spricht. Lady, what is his name? Jesus. His name is Jesus. Die Situation ist jedoch komplizierter, als man denkt. Tatsache ist, dass der Arm aus einer Lücke in der Wirbelsäule herauswächst und an Größe zunimmt. Früher oder später könnte Gaurab deswegen im Rollstuhl landen. Ihr fragt euch bestimmt, warum man den Arm nicht einfach wegoperieren kann. Laut den Chirurgen besteht bei dem Eingriff das Risiko, das Rückenmark zu verletzen. In diesem Fall wäre der Junge für immer gelähmt. Beide Optionen sind riskant und die Eltern müssen eine schwere Entscheidung treffen. Wir hoffen, dass sie die richtige Wahl treffen. Ein Mädchen mit zwei Gesichtern. In manchen Fällen halten die Eltern es aber nicht für notwendig, sich an einen Arzt zu wenden. Anfang März 2008 wurde in Indien ein Mädchen mit zwei Gesichtern geboren. Es war mit zwei Nasen, zwei Paar Lippen und zwei Paar Augen zur Welt gekommen. Dies ist nicht dieselbe Anomalie, die Edward Mordrake hatte. Die Wahrscheinlichkeit einer solchen Pathologie liegt bei 50 Millionen zu 1. Außerdem kam das Mädchen gesund zur Welt, obwohl die Überlebenschancen bei dieser Diagnose sehr gering sind. Augenzeugen zufolge konnte es mit beiden Mündern essen und mit jedem ihrer vier Augen blinzeln. Ein Mädchen mit Cherubismus. Die Geschichte von Victoria Wright ist eine ganz andere. Zuerst war sie ein ganz normales Kind. Zwei Arme, zwei Beine und 10 Finger. Aber als das Mädchen 4 Jahre alt war, nahm ihr Unterkiefer plötzlich rasch an Größe zu. Mit dieser seltsamen Beschwerde gingen ihre Eltern ins Krankenhaus, wo sie eine bizarre Diagnose erhielten. Cherubismus. Habt ihr schon mal von einer solchen Krankheit gehört? Wundert euch nicht, diese Diagnose ist äußerst selten. Bis 2007 wurden nur 250 Fälle weltweit registriert. Forscher glauben, dass die Erkrankung durch eine Mutation in einem der Gene verursacht wird. Dabei kommt es zu Auftreibungen in Ober- und Unterkiefer und damit zu einer auffälligen Verformung des Gesichts. Es bilden sich Zysten, das Kiefer wächst sehr schnell. Dies ist genau das Problem, mit dem Victoria konfrontiert war. Ihre Jugendzeit war für sie die Hölle. Jetzt hat sie aber gelernt, ihren Körper zu akzeptieren und selbstbewusster zu sein. Außerdem, manchmal ist sie ihrem Gesicht sogar dankbar, weil sie nur echte Freunde hat. Ist das nicht toll? Ein Ohr im Arm. Ihr werdet erstaunt sein, dass manche Menschen ihrem Körper bewusst zusätzliche Organe hinzufügen. Aha! You've been doing a lot of complaining about me, Bruce. Quite frankly, I'm tired of it. Wir kennen zumindest einen solchen Mann, Stelios Arkadiou. Jetzt tritt er unter dem Pseudonym Stelag als Performance-Künstler auf. Stelag ist in erster Linie daran interessiert, die Grenzen des menschlichen Körpers zu erforschen. Bei einer seiner Aufführungen ließ er sich mit elektronischen Muskelstimulatoren, die mit dem Internet verbunden waren, fernsteuern. That sound would be reverberating and vibrating your skin and bones. Im Jahr 2007 hat der Künstler offenbar beschlossen, für immer in die Geschichte einzugehen. Mit einem Stoff, das üblicherweise in der plastischen Chirurgie verwendet wird, baute er ein künstlich gezüchtetes drittes menschliches Ohr nach. Dann suchte er lange nach einem Chirurgen, der diese ungewöhnliche Operation zustimmte und schließlich ein Implantat in seinen Unterarm einsetzte. Ja, Künstler sind eben ein wenig anders. Stelag erklärte, dass nicht er, sondern sein Publikum dieses Ohr benötige. Er hat vor, ein Mikrofon mit WLAN-Verbindung in seinen Unterarm einzubauen, damit jeder hören kann, was er selbst hört. Außerdem möchte er mit seinen eigenen Stammzellen ein Ohrläppchen für sein drittes Ohr wachsen lassen. Stelag erklärt sein Vorgehen folgenderweise: Wenn Kunst überrascht, wird sie interessant.